Heute sind wir zu Besuch bei der Erika und ich möchte ihr gerne zeigen, wie einfach das Backen mit unseren Silikonformen ist. Und ich freue mich, dass die Maria heute zu mir gekommen ist, um mir zu zeigen, wie in der heutigen Zeit Keks gebacken wird, weil ich habe ja das noch anders gelernt mit anderen Förmchen. Der große Vorteil an den Formen ist eigentlich, dass da drin nichts fest kleben bleibt und die Küchlein dann wirklich nach dem Backen genauso wieder herauskommen. Ja, und Maria, kann man das auch ins heiße Rohr machen, das Material ist ja so weich? Ja, genau, also das Material, das Silikon, das ist wirklich richtig hitzebeständig und das kann man ganz normal backen wie eine andere Backform eigentlich auch. Ja, das ist bestimmt angenehm. Was kommt denn noch alles hinein in den Teig? Also wir brauchen 90 Gramm Mehl. Dann 80 Gramm Zucker, 2 Eier, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Esslöffel Kakao, einen halben Teelöffel Backpulver und 50 Gramm Butter. Ach, das sind ganz schön viele Zutaten. Zu Beginn schmelzen wir 50 Gramm Butter. Diese stellen wir nun zur Seite und lassen sie gut abkühlen. In der Zwischenzeit schlagen wir die beiden Eier mit dem Zucker und dem Vanillezucker schaumig. Dafür wiege ich mir einfach 80 Gramm Zucker ab und gebe den Vanillezucker hinzu. Dann schlage ich mir die beiden Eier auf. Einfach so lang rühren, bis eine schaumige, helle Masse entsteht. Erika, könntest du mir schon mal das Backrohr einschalten? Ja, wie viel Grad soll ich denn? Auf 180 bitte. Ja, mache ich. Ja, dann können wir schon mal das Mehl abwiegen. Dafür benötigen wir 90 Gramm Mehl. Und zu den 90 Gramm Mehl geben wir jetzt noch 2 Esslöffel Kakao hinzu und einen halben Teelöffel Backpulver. Genau, das verrühre ich mir jetzt gerade einmal. Dann sieben wir einfach das Ganze jetzt in die Mehlmasse rein. Okay. Und dann rühren wir es einfach fest. Was haben wir jetzt alles drin? Jetzt haben wir alles drin und dann können wir den Teig eigentlich schon in die Formen füllen. So, den Rest der Butter nehme ich gleich zum Einfetten der Formen. Da können wir eigentlich schon den Teig einfüllen. Den füllen wir uns am besten in eine Spritztüte rein. Wenn man nur die heben kann, das genau. Dann fülle ich den Teig da rein. Ja, dass das eine ziemliche Kleckerei ist. Ja. Ja, dass das eine ziemliche Kleckerei ist. Genau, und dann fülle ich jetzt den Teig einfach so rundum. Muss man den ganz voll machen, oder? Nee, eben nur bis so zur Hälfte ungefähr. Diese Insel da in der Mitte lasse ich einfach frei. So wenig? Mhm, da geht nämlich noch ziemlich auf, der Teig. Mhm. Wenn wir alle eingefüllt haben, dann können wir die Form jetzt einfach noch einmal so runter. Wie lange müssen die jetzt backen? Die müssen ungefähr jetzt 12 Minuten in den Ofen rein. Das nicht. Genau, die schüttle ich und klopfe jetzt gerade ein bisschen, dass sich die wirklich die ganze Form da, sich der Teig da drin gut verteilt. Genau, 180 Grad hat es jetzt. Und dann stecken wir die in den Ofen. Können wir ja schauen, wie sie aussehen. Wenn sie so gut schmecken, wie sie jetzt ausschauen, ist es gut. Können wir jetzt heiß einfach gleich umdrehen und dann gehen die wirklich ganz einfach raus. Drehen wir um und dann lassen wir sie gerade ein bisschen auskühlen und dann könnte man sie noch mit so einer Creme füllen oder Schokocreme, wie man dann möchte eigentlich. Ja, wenn es wirklich so leicht geht, kriegt ihr jetzt immer solche Keks. Und diese Form für die Küchlein und natürlich viele andere findet ihr bei uns im Webshop auf www.atuis.com. Das genaue Rezept und die Anleitung zum Nachbacken verlinke ich euch unter dem Video in der Infobox. Und wir lassen uns jetzt die Küchlein schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns über einen Daumen hoch.